Willkommen bei Apart TV, bei mir zwei Inviten heute mitten. Engerseits Madame Isabelle Merlewede, Präsidentin von Divertimento, und der Jean-Noël Clément, Präsident von der ECMA an der EGMIO. Schönen guten Mittag. Schönen guten Mittag. 2016 ist zu Lützburg ein neues musikalisches Ensemble an einer kulturellen Landschaft entstanden, die singt gleiche Sicht. Madame Merlewede, könnt ihr als Präsidentin euch diesen neuen Ensemble vorstellen? Wie setzt ihr sich zusammen? Was für eine Musik gibt es geboten? Den Divertimento ist ein jungen musikalischen Ensemble, der für eine Pumente zu Lützburg gegründet ist. Das ist ein Zupfensemble, das aus leidenschaftlichen Musikern besteht, die Mandoline, Gitarre, Bass, Perkussion, elektrische Gitarre und auch Querflöte spielen. Und ein von unseren jungen, talentierten Musikern, der singt sogar auch bei ein paar Musikstücken mit, wird für eine flotte Aufwechslung sucht. Unser Musikrepertoire variiert von warmen südamerikanischen Klängen bis hin zu flotten, bekannten, gefälligen Melodien aus der Pop-Rock-Musikwelt. Und wir selber haben noch ganz viel Spaß und Freude beim Musizieren. Und es leidet aus dem Herz, dass das Fried für die Funken auf die Leute rüberspringt und dass die Musik, die wir spielen, den Leuten auch gefällt. Wie ich kann feststellen, sie sind am Gang, ob ein neuer Weg an der Mandolinenmusik zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute richtig von Mandolinenmusik schwätzen kann, weil alle Register just einmal besät sind. Das heißt, das ist auch just eine Mandolin, die mitspielt. Dafür ging ich als Öster als Zupfensemble bezeichnen. Mit so einer kleinen Gruppe, das hat schon seinen besonderen starken Charme, weil jeder Verein am Anfang auch als Solist so mitspielt. Und einzigartig sind wir in dem Sinn auch, weil wir als eigenes Arrangement spielen. Das sind Arrangemente, die ihn so am Handel nicht zu kaufen kriegt und die auch extra in den Divertimento angepasst sind. Und bis jetzt haben Zupforchester von allem klassische Musik und Barockmusik gespielt. Und dafür kann ich auch sagen, dass wir neu wehen gehen mit unseren originellen Arrangementen, die einerseits für Variation und andererseits für eine flotte musikalische Harmonie sorgen. Jean-Noël Clément, wie schreibt ihr all diese Arrangemente? Wo inspiriert ihr euch da? Ja, wir haben die große Chance, dass als Präsidentin Isabelle Merlewede diese Arrangemente selber schreibt. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil für so ein Ensemble. Das hat die Avantagen, dass er sich immer kann und Aktualität anpassen und in den neuen Stilen, die gerade laufen, und den Ohrwürmen, die ihn um Radio und um Fernsehen hört. Das sind also immens flexibel. Auf jeden Fall nicht nur, dass er auf der einen Seite flexibel ist, für das zu spielen, was die Leute gerne hören und gerne lauschen. Aber auf der anderen Seite, dass ich von den ausgetrippelten Piet vom Solemio, der Paloma und der Bamba eh für alle Mal aber auch aufkommt. Wenn ihr nur an ihren Agenda guckt, dann ist es mehr wie impressionant für zu sehen, wie sehr in kurzer Zeit die gefüllt ist. In so kurzer Zeit so viel Engagement, wo tritt ihr überhaupt überall an der nächsten Zeit ab? Mit unserem nächsten Auftritt als Donnerstag, den 18. August, an der Kulturfabrik zu Esch um 20 Uhr. Da assurieren wir den musikalischen Teil, während die Leute eine gute Maufel essen. Die können uns auch auf Plus-Lauschen kommen. Da spielen wir ein Konzert im Kader vom Luxemburg City Tourist Office. Wir spielen auch Konzerte zu Betebusch an den Wiesenach. An ein Konzert der Fête de la Musique zu Beuven und ein Kröschkonzert zu Göpper an der Kirche. Und nicht vorhin hast du ganz herzlich willkommen, den André ist auch frei und alle Details zu den Konzerten findet ihr dann auch bei unserer Internetseite und unserem Agenda. Wenn wir in so kurzer Zeit so viel Engagement an Bord sehen, da kann ich nicht mehr sagen, dass unser Vizepräsident Herr Clément eine formidable Arbeit geleistet hat. Von Vierdeel ist es sicherlich, dass ihn mal ganz viele Leute kennt, sich viel durch die Weise geht. Und ich denke, dass die Kommunikation und Visibilität eine ganz große Rolle spielen. Und wenn ich von Visibilität spreche, denke ich mal an unsere Internetseite, auf Facebook und Presse und natürlich auch an den Apart TV. Kommunikation ist ein ganz wichtiger Faktor.
Der hat eine ganz flotte Internetseite, der sieht auf Facebook vertreten, an der Presse, um Radio und an der Tele. Wie managt ihr das Ganze? Ja, also jeden, den auf dem Terrain hier in Aveas, und das gilt schon nicht nur für die Kultur, das gilt ja genauso gut für den Sport und andere Aktivitäten, der weiß, dass die Kommunikation genau und da von dem Erfolg ist. Und ich meine, wenn ein Dator will seriös managen, dann muss er sich selbstverständlich dafür Zeit holen, muss er engagiert sein, muss er sich natürlich auch ein bisschen auskennen. Und da kann er natürlich vieles da realisieren. Ich meine, wir haben auch die große Chance, dass wir einen Webmaster haben, Herr Merlewede, den das für uns managt, den da alle Informationen immer alle Minute do publik möcht, ich meine, das ist sehr wichtig, do daneben als Facebook-Seite, wo wir schon über 100 Liken haben, do ist natürlich genau dieselbe Möglichkeit, für immer direkt zu reagieren, alles direkt zu kommunizieren, wenn für so viel Leute wie möglich, um schnellste Wege zu erreichen. Ich meine, muss ich noch an der Presse sein, das ist richtig, das muss ich noch beim Fernsehen sein, das machen wir heute. Und ich meine, da darf ich also keine Gelegenheit allein zu lassen, für von sich zu schwätzen zu lassen. 2017 ist noch ein kleiner Schritt, wir können schon über Projekte von 2017 schwätzen. Ja, neben all unseren Konzerten, die wir dann zu Lützebüsch spielen, haben wir auch schon eine Reihe Konzerten am Ausland im Programm. Eine von unseren Konzertreisen, die feiert uns auf Kopenhagen und Dänemark, eine andere auf Straßburg und Frankreich. Und für die Saison aufzuschließen, haben wir ein Divertiment und eine kleine Konzerttournee durch Italien. Andere Projekte haben wir noch in Deutschland und in Schweden. Und ich denke, dass die Reisen die jungen Leute sind alle motiviert und sie sollen auch belohnt für ihr Engagement. Und nur so viel über die Konzerte geschweigt, wenn du baust in nicht nur guckt, an den interessiert sich bei einer Veranstaltung so viel recht zu engagieren. Wie müssen du viel gehen und was kostet das? Ja, die können sie wird als Internetseite kontaktieren, das ist den www.divertimento.lu. Oder über Mail, das ist info@divertimento.lu. Oder aber über Facebook, wo ihr uns auch gerne könnt liken, weil uns alles ganz viel Freude macht. Und für 250 Euro kommen wir ganz gerne ein Konzert bei euch zu all Gelegenheit spielen. Die Breite ist empfangen, nicht mehr anzurufen auf den 691 491 639. Ein großes Merci am Feras. Voilà, auch wir als Amateur, also da wissen wir noch, wie wir das sollen machen. Herr Clement, der sieht aber nicht nur mehr Vizepräsident, der Sekretär von Divertimento, sondern auch noch Präsident von der ECMA und der EGMIO. Könnt ihr also mal ein bisschen erklären, was die zwei Titel hier aussehen? Ja, das mache ich ganz gerne, da das eine internationale Aktivität. Ich bin seit 4 Jahren Präsident von der ECMA, das ist die Europäische Gitarre- und Mandolinen-Assoziation. Und die ECMIO ist also ein Jugendorchester von der ECMA, den sich alle Jahre zu einem großen Stage trifft und die dann aufgeschlossen wird mit dem einen oder dem anderen Konzert. An ihrer Funktion als Präsident wird ihr dann noch fertig, bei der Gala-Konzert von den jungen Leuten Biersternach zu bringen. Wie es selbst zustande kommt, und wenn ihr das Ganze guckt, du brauchst ja auch bestimmte Unterstützung für das Ganze. Ja, das ist richtig. Zustande kommen, kommen natürlich so Sachen, wenn ihr auf dem internationalen Terrain in Aveas und da sind Kontakte pflegt. Ich meine, dann lernt ihr natürlich viele Leute kennen und kann ihr dann auch gemeinsam Projekte machen. Die Session von dem europäischen Gitarren- und Mandolinen-Jugendorchester, die findet dieses Jahr am Saarland statt, und zwar in der Europäischen Akademie zu Oetzenhausen. An dem Kontext war es auch die Möglichkeit, sich dann geboten, für auch eine von den zwei Aufschlusskonzerten auf Lützebüsch zu bringen. Und da ist es gelungen, für das dann zu Ostern nach zu machen, weil man natürlich auch
da die Unterstützung gefunden, die wir gebraucht haben, auf der einen Seite von dem City Tourist Office, auf der anderen Seite von der Gemeinde, die uns da tatkräftig unterstützt haben, für die notwendigen Lokalitäten zur Verfügung zu stellen und auch die Organisation mit zu promovieren. Wenn wir von einem Jugendorchester schwätzen, können wir dann noch ein bisschen erzählen, von wo das junge Leute hier kommen, Herr Klemmer? Ja, das sind rund 50 Leute. Für genau zu so sind das schon 54, die aus 7 europäischen Ländern kommen. Das sind wohl alle Gurren, die direkt hier rund um Lützebrüch sind. Wir sind aber auch Italiener, Spanier dabei und sie für alle auch Kroaten mit dabei. Wenn ihr seht, ein Orchester muss ja dann noch von einem Dirigent gefeuert gehen. Könnt ihr euch doch vielleicht wissen, erzählen, wen den Dirigent ist? Aber wie findet dieses Konzert statt? Ja, das Ganze braucht natürlich ein Team, den das dirigiert. Ich meine, geht mal an mit einem Projektleiter, das ist Thomas Kronberger. Das ist kein anderer wie der Präsident von all den Zupferten aus Deutschland, vom Bund der Zupfer. Er ist aber auch Präsident vom Saarland, wo Zupferaktivitäten am größten an Deutschland sind. Daneben brauchen dann natürlich auch Leute, die nach rundherum sich die jungen Leute kümmern an den verschiedenen Spezialitäten. Und ich meine, eine wichtige Rolle ist natürlich die vom Dirigent, das ist Dominik Hackner, der das an der Zupferszene in Deutschland an über die Grenzen heraus kennen und bekannten, in uns selber ein großes Ensemble mit denen auf allen internationalen Konkurren immer die besten Preise mit heimhält. Dafür ist ein großes Fried für uns alle Guren, dass wir die Gelegenheit haben, dann samstags, den 6. August, abends um 7 Uhr, diesen Jugendensemble von der ECMIO zu ersten Nacht zu Gast zu haben. Und zwar findet die Konzert statt an der Kirche St. Peter Paul zu erster Nacht, wie gesagt, um 7 Uhr. Den Entree, den ist frei. Und wie als Amateur, für alle guten Freunde von dieser Musik, ist so ein von dieser Platz aus dann vielmals merci für den Besuch am Studio, Madame Merle Wede, Herr Klemmer. Bonne Chance für die Zukunft, das wird ein Menke gewischt. Bis demnächst, danke, Adi, und merci für den Nachgucken. Merci.